Wir bei Krotus Computer haben unseren Fokus auf höchste Qualität statt Massenfertigung gelegt. Dabei beraten wir dich gerne individuell oder du stellst deinen Wunsch-PC in unserem umfangreichen Konfigurator selber zusammen. Schau gerne auf unserer Website vorbei. 8K, 120 Hertz, KI-Upscaling, besseres Raytracing und 800 Euro. Das bringt alles die PlayStation 5 Pro. Wir haben das Schmuckstück schon mal hier und schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein. So, den stelle ich mal hier hin. So. Der gewohnte PlayStation-Karton, weiß und nichtssagend. Und was uns entgegenkommt, ist erstmal, was kommt denn uns als erstes entgegen? Haha, der Controller. Also bei dem hat man natürlich kein großes Hexenwerk betrieben. Es ist ganz einfach der Controller, wie wir ihn von der PlayStation 5 kennen. Der Pro-Controller ist es nicht, da darf man weiterhin über 200 Euro lassen. Hoppala. Ansonsten ein HDMI-Kabel, damit wir das ganze Ding auch mit dem Fernseher verbinden können. 120 Hertz sind drin, falls euer Gerät kompatibel ist, also HDMI 2.1 dabei hat. Und einen EU-Stecker. Das bedeutet, im Gegensatz zur PlayStation 4 Pro, wo es ja ein Kaltgerätestecker war, haben wir diesmal einen kleineren Stecker. Ein bisschen mehr Leistung wird gebraucht als bei der PlayStation 5, bei der normalen, aber das ist marginal. Und wir haben noch einen USB-C-Kabel für den Controller dabei. So, jetzt kommen wir doch auch mal langsam zum Herzstück. Wir haben, ich sag's dir, es ist das Beste. Jedes Mal, wenn man eine Konsole auspackt, das Schönste der Welt ist die Lektüre. Es gibt doch nichts Schöneres als eine neue Konsole zu kaufen, sich erstmal hinzusetzen und die ganze Lektüre, die Sicherheitsanleitungen zu lesen. Ach, da freue ich mich immer. Was haben wir hier noch? Garantiebestimmungen, gut. Aber jetzt ist es soweit. Oh. Ah. Freunde, das ist es. Das Biest, die PlayStation 5 Pro. Von außen sieht es eigentlich gar nicht so viel anders aus als die PlayStation 5. Es hat so ein bisschen das Design von der Slim. Wir ziehen einfach mal die PlayStation 5 zum Vergleich dazu. Und ich schraube mal kurz auf. Und ich weiß nicht, ob es meine Augen sind, aber die PlayStation 5 Pro sieht etwas kleiner aus. Die ist tatsächlich auch ein bisschen kleiner als die PlayStation 5. Und was auffällt, ist, dass die Faceplates, die man ja auswechseln kann, nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, falls ihr eine PlayStation 5 habt, eine klassische, und ihr habt euch ein paar coole Faceplates gekauft, das ist schön, dass ihr die habt. Das wird euch aber nicht mehr weiterhelfen, denn ihr seht ja, hier hat man dieses das Adidas-Logo quasi übernommen und diese drei Streifen drin. Ansonsten schauen wir uns die Rückseite an. Was hat sich da getan? Wir haben weiterhin den HDMI-Eingang, wir haben einen LAN-Eingang, zweimal USB-A und den EU-Stecker. Das ist auf beiden gleich. Die Anordnung ist etwas anders, aber ansonsten ist es gleich. Auf der Frontseite hat sich ein bisschen was getan. Bei der PlayStation 5, die wir hier haben, ist kein Laufwerk dabei. Das darf man sich auch nochmal extra dazu kaufen. Bei der Variante haben wir ein Laufwerk direkt mit drin. Bei der Pro-Variante haben wir jetzt zwei USB-C-Ports und den Power-Button. Hier war es ja noch ein USB-C und ein USB-A-Port. Ansonsten ist die Vorderseite auch soweit recht gleich. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal unter die Haube schauen und mit viel Krachen und Krawall öffnet sich eine Platte und wir sehen neben einem Lüfter ein kleines Fach mit einem Kreuzschraubenzieher. Es ist ganz schnell geöffnet und dahinter verbirgt sich nämlich
Ihr seht das vielleicht schon anhand des metallenen, anhand der Abdeckung. Da habt ihr Platz für eine M2-SSD. Und zwar eine ganz herkömmliche M2-SSD. Das bedeutet, auf dem Papier kann da alles rein, was irgendwie so einen M2-Namen trägt. Ob es softwaretechnisch am Ende auch funktioniert, das sei mal dahingestellt. Das werden wir später sehen. Aber ihr müsst erstmal keine Angst um eure Erweiterung haben. So, dann schrauben wir das mal wieder zu. Das geht auch wieder ganz flott. Und können das Faceplate wieder drauf platzieren. Und das geht nicht ganz so flott, denn da muss man dazu sagen, ich weiß nicht, Sony, was ihr da gemacht habt, das bedarf ein bisschen Übung. Also meiner Meinung nach, mit Magneten oder vielleicht Schrauben hätte man das besser lösen können, aber hier sind so ganz viele kleine Haken, kleine Nupsis dran und die müssen exakt an der richtigen Stelle sitzen. Ich sag mal so, mit einem bisschen Übung, um nicht zu sagen 10 Versuchen, 15 Versuchen und ganz viel Zeit, geht das mit einem Ruck. Man darf auch nicht zimperlich sein. Also man darf da wirklich ein bisschen Nachdruck draufbringen, schön kräftig drücken, das Plastik bricht nicht, sage ich jetzt erstmal, übertreibt's nicht, aber es geht schon. Und auf der gleichen Seite, nur eine Klappe weiter, geht es direkt spannend weiter. Hier brauchen wir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Kraft. Und das knackt auch ziemlich gewaltig, aber hier haben wir nämlich den Anschluss für das Blu-ray-Laufwerk, was ihr euch dazu kaufen könnt. Und das gab es bei der PlayStation 4, bei der PlayStation 3 und auch bei der PlayStation 5 noch nicht. Hier gibt es ein Batteriefach. Das heißt, falls ihr irgendwann mal Probleme in 10, 15, 20 Jahren mit eurer PS5 Pro haben solltet, dann könnt ihr da auch auf die Batterie zugreifen. Ist ein kleines Gimmick für den einen oder anderen, wird es aber ziemlich spannend sein. Ein Laufwerk haben wir jetzt nicht hier, das würde dann aber einfach die Faceplate hier ersetzen. Wir gucken mal, ob wir es richtig rum drauf bekommen. Und Dinge tun und dabei reden, das ist immer so ein Ding. So, und mit Gewalt geht das auch fit. So, aber wie erwähnt, das Laufwerk dürft ihr euch extra dazu kaufen, genauso wie den Standfuß. Summa summarum kommt ihr dann bei einer 800-Euro-Konsole, dann nochmal 30 Euro für seinen Standfuß und über 100 Euro nochmal für das Blu-ray-Laufwerk. Boah, also da kommt tatsächlich eine ganze Menge Kohle zusammen. Dafür, dass ihr die Spiele im Qualitätsmodus mit 60 FPS oder im Performance-Modus mit etwas höherer Auflösung spielen könnt, boah, weiß ich nicht. Aber wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, die Kohle lohnt sich für das Upgrade auf die PS5 Pro? Oder bleibt ihr dann doch lieber bei der klassischen PlayStation 5?